Wunderschönen guten Tag zu dieser neuen Nerd News. Und es gibt mal wieder haufenweise Themen, die sich über diese Woche angesammelt haben, kompakt in diesem Format. Falls es also euch gefällt und ihr vielleicht neu hier seid, lasst doch gerne ein Abo da. Aber jetzt legen wir los. Starten wir doch erstmal um das Drama um Cyberpunk 2077 und da gibt es wieder mal neue Details, die leider CD Projekt Red nicht so in einem guten Licht dastehen lassen. So haben sich jetzt gegenüber Jason Schreier von Bloomberg einige Mitarbeiter von CD Projekt Red gemeldet und haben gesagt, das hätte so oder so nichts werden können, jedenfalls nicht das, wofür CD Projekt Red eigentlich steht, und zwar für ein sehr gutes Spiel mit sehr vielen Features. Das wäre wahrscheinlich auch in 1 bis 2 Jahren noch nicht gut gegangen. Und so sagen einige Mitarbeiter zum Beispiel, dass sie 5 Tage die Woche gearbeitet haben, teilweise bis zu 13 Stunden am Stück, um noch irgendwie das Spiel fertigzustellen. Die Geschäftsführung hat da wohl, naja, sagen wir mal, drauf gepocht, dass das Spiel eigentlich schon 2019 rauskommen sollte und die Belegschaft wusste schon längst, naja, nee. Also das wird definitiv nicht klappen, aber man wollte es unbedingt zum Weihnachtsgeschäft 2019 noch auf den Markt bringen. Aber wie wir ja wissen, hat das nicht geklappt. Dann gibt es noch weitere Details über Features, die zum Beispiel in der E3 2018 Demo versprochen wurden und nicht eingehalten wurden. Das liegt vor allem daran, dass diese Demo komplett alleine konzipiert war mit Spielfeatures, die in der Vollversion noch nicht mal implementiert bzw. entwickelt waren. Die Demo stand komplett alleine für sich und hat Monate an Arbeitszeit verschlungen, die wohl das Hauptspiel besser gebrauchen hätte können. Außerdem spielte noch Corona in die ganze Sache rein, denn man hat sich vor allem auf die PC-Version fokussiert und hatte bei den Mitarbeitern zu Hause leider keine Dev-Kits der letzten Konsolengeneration, also PlayStation 4 und Xbox One, um das Spiel überhaupt testen zu können. So wurde einfach von der PC-Version ein ganz einfacher Port auf die Konsolen geschoben, der gerade so lauffähig war. Aber viele Entwickler wussten schon damals, nee, eigentlich kann das ohne diverse Optimierung überhaupt nichts werden, aber man konnte es halt auch nicht testen. Im Endeffekt hat das Management bei dem Spiel so ein bisschen versagt, wenn man ehrlich ist, denn die haben sich auf den Erfolg von Witcher 3 berufen und haben gesagt, ja, das wird sicherlich mit Cyberpunk genauso gut klappen. Das war dann offensichtlich falsch. Trotzdem ist es am Ende ein gutes Spiel geworden, aber halt nicht das, was wir alle erwartet haben. Und ich gehe auch fest davon aus, dass wir mindestens noch 2 Jahre gebraucht hätten. CD Projekt Red wird laut einigen Analysten jetzt schon als Übernahmekandidat gehandelt. Also Microsoft ist ja gerade auf Einkaufstour und ja, wer weiß, ob wir da noch neue Details erfahren werden. Denn die Aktie ist leider um 50% gesunken. Noch ein zweites Thema aus der Allgemeinsparte, denn EA wurde die exklusive Star Wars Lizenz entzogen. Ab 2023 dürfen auch andere Studios ran und Ubisoft hat sich da schon zu Wort gemeldet, dass man auch an einem Star Wars Spiel arbeite. Aber natürlich wird dieses nicht vor 2023 erscheinen, denn bis dahin sind die Spiele bei EA noch exklusiv. Da hat Disney jetzt wohl endgültig den Stecker gezogen. Eine große Freude kommt auf Xbox-Fans zu, denn wir kennen es alle, wir starten die Konsole, ziehen uns ein Update und das dauert erstmal ewig. Denn das liegt vor allem daran, dass die Updates meistens so 500 MB bis 1 GB wiegen und dann noch ewig brauchen zum Installieren, zumindest auf den älteren Xbox-Konsolen wie der Xbox One S. Und das wird sich jetzt wohl ändern, denn Microsoft arbeitet gerade an einem modularen Betriebssystem, wo man einzelne Module optimieren und austauschen kann. So werden die Updates wesentlich kleiner und ihr könnt schneller wieder eure Xbox-Spiele genießen. Ist auf jeden Fall eine coole Sache. Wann das Update genau erscheinen wird, wissen wir momentan noch nicht, aber ich halte euch auf dem Laufenden. Auch bei Sony ist momentan nicht allzu viel los, aber man hatte ja eine CES-Veranstaltung und da ging es nicht wirklich um die PlayStation 5, aber man hat wohl einige Erscheinungstermine in den Abspann mit reingeschrieben und die wurden jetzt wieder entfernt. Da wir aber eine News-Sendung hier sind, sage ich mal, hier sind die alten Erscheinungsdaten von den Spielen, die vorher in diesem CES-Video drin standen. Die wurden jetzt in der neuen Version entfernt. Das
Sollte vor allem wohl daran liegen, dass Sony wahrscheinlich diese Erscheinungsdaten noch gar nicht preisgeben durfte. Aber so habt ihr schon mal eine Übersicht. Glaubt ihr, dass diese Spiele wirklich alle zu diesem Zeitpunkt erscheinen werden? Ich glaube ja ganz fest, dass auch 2021 ein Jahr der Verschiebungen wird. Alleine wegen der aktuellen Pandemie. Aber kommen wir mal zu einer zweiten Sache, die ich gerne erwähnen will, denn ich bin großer Fan von den Überarbeitungen der PlayStation-exklusiven Titel, die auf der PlayStation 5 dann mit 60 Frames und höherer Auflösung laufen. Dazu gehören zum Beispiel Days Gone und Ghost of Tsushima. Andere Titel wie zum Beispiel God of War laufen leider nur mit 30 Frames, mit einer kleinen Ausnahme. Denn wenn ihr die Disc-Version, also die Retail-Fassung von God of War habt und keinen einzigen Patch auf der PlayStation installiert habt, dann läuft das Spiel tatsächlich mit 60 Frames. Und das liegt vor allem daran, dass die ersten Versionen halt kein Frame-Limiter drin hatten und dass er später hinzugefügt wurde, um ein saubereres Bild auf der PlayStation 4 zu gewährleisten. Dasselbe gilt übrigens für The Last Guardian. Auch hier läuft die Disc-Version auf der PlayStation 5 mit 60 Frames. Und noch eine letzte Sony-Meldung, denn ein derzeit unbekanntes exklusives Sony-Studio soll an einer Marke arbeiten, die bereits bekannt ist. Und viele gehen jetzt bereits davon aus, dass es sich hierbei um Uncharted handeln würde. Es wäre auf jeden Fall eine coole Sache, auch wenn Uncharted 4 der letzte Teil eigentlich sein soll. Aber ich hätte da schon Bock drauf, denn ich habe die Uncharted-Teile immer geliebt. Ach ja, Nintendo, was soll man sagen? Von unserem traditionellen japanischen Spielehersteller gibt es momentan nicht allzu viel Neues zu berichten, aber es kommen nach und nach mal wieder Sachen raus. So wird es jetzt wieder mal ein neues Lego-Set geben. Und zwar könnt ihr eure Spielewelt jetzt massiv erweitern, denn mit 366 Teilen, die in diesem Lego-Baumeister-Set drin sind, habt ihr noch wesentlich mehr Varianten. Es gibt zum Beispiel einen speziellen Timer, der die Zeit auf 30 Sekunden runtersetzt. Dazu gibt es noch 4 neue Charaktere und eine spezielle Röhre. Unten könnt ihr euch den Trailer angucken, habe ich euch verlinkt und natürlich auch einen kleinen Vorbesteller-Link in die Beschreibung gepackt. Apropos Vorbesteller-Link, es gibt mal wieder eine neue Steelbook-Aktion von Nintendo. Jetzt könnt ihr nämlich neben Luigi's Mansion 3 und Super Mario Maker 2 noch ein drittes Steelbook erwerben, wenn ihr Super Mario 3D World bei Mediamarkt vorbestellt. Denn da gibt es wieder ein passendes Steelbook mit dazu und ich finde, das ist auch mal wieder gelungen. Dafür gibt es diese Aktion leider nur exklusiv bei Mediamarkt zum Vorbestellen. Aber Nintendo kann mal wieder einen Erfolg vermelden, denn Pikmin 3 Deluxe ist ja leider nicht so der Port geworden, den wir uns alle vorgestellt haben. Aber das ist ja bei vielen Nintendo-Ports so, nur dass Pikmin 3 halt immer noch eine 720p-Auflösung hat und leider auch nicht großartig erweitert wurde, außer mit dieser kleinen Extra-Mission. Aber trotzdem ist es der erfolgreichste Launch dieser Spieleserie. Und da sieht man mal wieder, was die Nintendo Switch so ausmacht mit ihren Verkaufszahlen. Denn Pikmin 3 Deluxe konnte sich mittlerweile schon 513.000 Mal verkaufen und liegt damit vor allen anderen Pikmin-Teilen. Und das ist halt schon eine ganz ordentliche Nummer dafür, dass es halt eine Nischenmarke von Nintendo ist. Aber hier merkt man mal wieder, leider kann Nintendo einfach alles verkaufen auf der Nintendo Switch, alleine schon wegen den gewaltigen Absatzzahlen. Ich bin mal gespannt, wie das weitergeht, denn dieses Jahr ist das 35-jährige Jubiläum von Zelda und ich hoffe, da gibt man sich noch ein bisschen mehr Mühe als bei der 3D Collection von Super Mario. Und noch eine letzte Meldung zu Nintendo gibt es, denn der Tingle-Designer Takaya Imamura hat Nintendo jetzt nach 32 Jahren verlassen. Und der war nicht nur für Tingle zuständig, sondern auch noch für einige andere Sachen, so zum Beispiel Captain Falcon aus F-Zero. Und das ist sehr schade, nach so einer langen Zeit Nintendo zu verlassen, aber der Mann hat noch mal ein letztes Foto von sich vor dem Hauptgebäude von Nintendo gemacht. Schade ist es, aber ich gehe mal davon aus, dass er für sein restliches Leben auch ganz gut ausgesorgt hat und deshalb jetzt in den Ruhestand geht. Es sei ihm gegönnt. So, das war es dann auch schon mit den Hauptnews, aber wir haben noch viele andere Themen jetzt in der Übersicht.
Und da sind wir auch schon bei dem Thema Verschiebungen, denn Ubisoft hat Riders Republic verschoben. Das Spiel sollte ursprünglich im März 2021 erscheinen und wurde jetzt auf im Laufe des Jahres 2021 verschoben. Schauen wir mal, wann es jetzt genau rauskommt. Saturn bekommt eine fette Abmahnung von der Verbraucherzentrale. Das liegt vor allem an den desaströsen PlayStation 5 Vorbestellungen. Außerdem gibt es eine Klausel in der Saturn AGB, die aussagt, dass erst wenn der Artikel verschickt wurde, ein Kaufvertrag zustande gekommen ist. Das soll aber auch nicht so sein, denn wenn ihr einen Artikel bestellt und bezahlt habt, dann sollte ein Kaufvertrag eigentlich schon bestehen. Und das ist nicht der Fall. Wie sich das weiterentwickelt, was da für Kosten auf Saturn zukommen, da werde ich hier drüber berichten, falls es was Neues gibt. Habt ihr mal wieder Bock auf klassischen Aufbauspaß, dann wird euch Two Point Hospital Jumbo Edition gefallen. Am 5. März 2021 wird die Complete Edition des Spiels mit 27 Krankenhäusern, 189 Krankheiten und einer ganzen Menge Items auf der Nintendo Switch und der PlayStation 4 physisch sowie digital erscheinen. Für Xbox One Besitzer gibt es leider nur die digitale Variante zum Kaufen. Wollt ihr Skyrim auf eurer PlayStation 5 in 60 Frames genießen, dann könnt ihr euch jetzt folgendes Add-on runterladen. Skyrim at 60 FPS in Klammern PS5 gibt es nun ab sofort für jeden Skyrim-Besitzer zum Download. Ninja Theory, die Macher hinter Hellblade und Hellblade 2, sind noch an einem weiteren Projekt dran. Project Mara soll beweisen, dass auf den aktuellen Konsolen schon Fotorealismus möglich ist. Das erreicht man vor allem durch Raytracing, Fotogrammetrie und einem Algorithmus, der vor allem Abnutzung der Gegenstände darstellen soll. Einen ersten Trailer gibt es auch schon und das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Ich bin gespannt, ob wir wirklich bald die Realität von Videospielen nicht mehr unterscheiden können. Einen kleinen Einschnitt gibt es allerdings, denn das Ganze spielt nur in einem einzigen Raum. Aber immerhin, der erste Schritt wäre damit getan. GTA 6, sofern es denn erscheint, soll massiv von den neuen Konsolen profitieren. Und zwar mit neuen KI-Algorithmen und vor allem einer Stadt, die sich weiterentwickelt. So können zum Beispiel Passanten erkennen, wenn es Straßensperren gibt oder sie werden interaktiver mit der Umgebung und laufen nicht einfach nur rum. Oder aber auch schön, wenn es zum Beispiel Neben- und Hauptstraßen gibt, dass es denn zum Beispiel Hauptstraßen gibt, die voller sind, während Nebenstraßen immer so ein bisschen leerer sind. In der bisherigen Open-World-Simulation von Rockstar Games war das immer so ein bisschen aufgeteilt und soll im Vergleich zu dem neuen ziemlich statisch wirken. Seid ihr Halo-Fans der ersten Stunde und habt eure Statistiken noch auf halo.bungie.net, dann müsst ihr jetzt langsam aufpassen, denn die Webseite soll vom Netz genommen werden. Die Webseite sieht auch nicht mehr ganz taufrisch aus, aber Bungie hat sich dazu geäußert, dass das Halo-Franchise halt nicht mehr bei ihnen liegt, sondern dass man mittlerweile hauptsächlich an Destiny arbeitet und deswegen die Ressourcen schonen will. Solltet ihr eure Statistiken noch benötigen, dann könnt ihr euch die jetzt sichern. halo.bungie.net. Und zu guter Letzt noch eine große Neuankündigung seitens Capcom in Richtung der Resident Evil Marke. Denn Resident Evil feiert dieses Jahr sein 25-jähriges Jubiläum und es wird ein Showcase geben. Und zwar am 21. Januar um 23 Uhr wird es erstmalig richtiges Gameplay von Resident Evil 8 zu sehen geben. Aber laut Gerüchten soll es auch eine Neuankündigung geben und ich gehe mal fest davon aus, dass es sich hierbei um das Resident Evil 4 Remake handeln wird. So, das war die Nerd News. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und wenn ihr euch jetzt überlegt, dem Mann könnte man doch mal ein Abo dalassen, dann würde ich mich sehr freuen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen guten Tag, Mittag oder Abend. Schaut auch mal bei meinem Partner Instant Gaming vorbei. Bis zum nächsten Mal und ciao.